Ja, Freunde, danke fürs Wiedereinschalten zum nächsten Part, zum schönen DFB-Pokalduell gegen Stuttgart. Und dann treffen wir in der Liga auch noch auf Gladbach. Also richtig schöne Traditionsduelle, die so ein Fußballromantikerherz höher schlagen lassen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und schauen wir mal, wie es heute wird. Wir sehen hier mal die restlichen Partien im DFB-Pokal, die jetzt bisher schon waren in der Runde. Da sehen wir, dass Freiburg raus ist, Hoffenheim ist raus. Ja, Dresden in der Verlängerung an Kaiserslautern. Aber das heißt, das hat da schon wieder Erstligisten erwischt. Wobei Hoffenheim im Zweitligist. Erwartung des Vorstands Niederlage auswärts in Stuttgart. Die Fans erwarten einen Sieg. Na spannend. Wir werden mal schauen. Also im Endeffekt, ja, Stuttgart ist, glaube ich, nie leicht zu spielen. Auch wenn die in diesem Jahr, in diesem Safe jetzt nicht so super performen. HSV wirft die Eintracht raus. Nicht schlecht. So, wir können heute Gusteau spielen lassen. Ich würde heute auch Pellegrino spielen lassen für Rösten, damit der mal wieder von Beginn weg spielt. Ich würde Schallenberg auf die 6 tun. Ich würde Polster für Mörstedt spielen lassen, einfach, dass wir so ein bisschen frischen Wind reinbringen, gar nicht zu viel wechseln. Das reicht für den Moment schon mal. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich so entwickelt. Ich bin jetzt schon so ein bisschen von meiner krassen Rotation weggekommen, auch dank vielen Kommentaren von euch, weil einige von euch gemeint haben, dass ich zu viel rotiere. Tatsächlich habe ich jetzt auch das Gefühl, mit etwas weniger Rotation, dass es etwas besser funktioniert. Stuttgart mit einem interessanten Kader übrigens. Haben wir da gerade kurz mal die Aufstellung gesehen, viele interessante Namen dabei. Bei uns natürlich auch. Aber gerade die Offensive finde ich relativ schwach bei den Stuttgartern, muss ich sagen. So. Mit dem Pass in die Tiefe, Uedraogo bringt ihn unter Kontrolle und das war's für den Moment mal. Jetzt mal Freistoß für die Stuttgarter in die Mauer, wird dadurch aber nochmal zusätzlich gefährlich. Urbik hat schon den Schritt in die andere Richtung gemacht und gibt jetzt die Ecke. Die klärt Solé fürs Erste und jetzt ist es anscheinend auch wirklich geklärt. Da, Pellegrino auf Calafiori, der das aber nicht gut macht, legt ihn sich zu weit vor. Ekitike. Und das ist super gespielt. Villagra mit dem 1 zu 0 in der 9. Minute. Fehler natürlich von Calafiori schon im Spielaufbau. Und dann sieht er defensiv jetzt auch, oder sehen wir generell defensiv jetzt nicht so gut aus, vor allem weil Pellegrino hier ordentlich vorbeitackelt und im Rückraum Doyle hier nicht nah genug am Mann steht, damit die frühe Führung für die Stuttgarter. Natürlich ein katastrophaler Start für uns jetzt. Weil wir da jetzt trotzdem nicht zu deprimiert sein sollten. Weil wir ja noch Zeit haben. Aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass wir irgendwie keinen Zugriff haben. Pellegrino klärt zwar fürs Erste, aber den hätte man auch irgendwie in der in Ballbesitz halten können. Und der ist wieder relativ gefährlich, 22 Minuten gespielt. Dort Doyle, Polster, Ada, Uedraogo kriegt ihn wieder und da ist Polster im Rückraum. 1 zu 1, 24. Minute. Der Spieler, der heute wieder in die Startelf gerückt ist, macht den Ausgleich. Und er war auch selbst in der Einleitung hier beteiligt mit dem Pass in die Tiefe und profitiert da ein bisschen davon, dass Wollemack sehr hart getackelt wird und nicht rankommt. Und damit der Ausgleich, der auch von den Statistiken her in Ordnung geht. Also im Endeffekt hat sich da jetzt keine Mannschaft noch einen weiß Gott wie großen Vorteil erspielen können. Calafiori wird wohl in der Pause in der Kabine bleiben, ist müde, defensiv nicht wirklich gut, offensiv unauffällig, 6,6. Ich denke, da werden wir Ezequem bringen. Gusteau auf 6,8. Auf der anderen Seite zumindest ein bisschen stärker. Pellegrino mit einer 7,2. Schallenberg hat seine Einwechslung heute auch, also seine Aufstellung auch, auch genutzt. Und präsentiert sich auch recht stark. Also generell Pellegrino, Schallenberg, Polster und auch Gusteau, alle, die irgendwie reingerückt sind in die Mannschaft, präsentieren sich ganz gut. Was natürlich schön ist. So, kontrollieren den Ball gut. Ezequem jetzt rein und
Doyle wäre auch ein Kandidat aufgrund von Müdigkeit. Da könnte man dann Romano Schmid bringen. Oder je nachdem, wenn wir offensiv Power brauchen, dann bringen wir Romano Schmid. Wenn wir defensiv was brauchen, bringen wir Hussein Basic. Je nachdem, wie das Spiel eben jetzt verläuft. Wollemack. Shit. Wollemack verletzt. Gut. Wadenverhärtung, da werden wir jetzt Romano Schmid bringen. Ohne Beteiligung des Gegners. Bei Wollemack hätte ich mir tatsächlich sogar von der Leistung her überlegt, ihn in der Pause rauszunehmen. Aber da habe ich mir noch gedacht, nein, warten wir mal ab. Ich werde hier aber tauschen. Warten wir mal ab, weil er noch nicht müde war, geben wir ihm noch ein bisschen die Chance. Ja, hätte ich ihn ausgewechselt, aber gut. Weiß man halt auch nicht. Wäre, wäre Fahrradkette. So. Habe mich jetzt auf jeden Fall generell auch für Schmid entschieden, weil ich eben in der Offensive ein bisschen mehr sehen will von uns. Also Schmid, der ja auch sehr gut gegen den Ball arbeitet, ist als Achter natürlich schon ganz gut. Wobei wir jetzt auch von der Sternebewertung her kurz gesehen haben, 2,5 Sterne. Solé trifft nach Ecke von Doyle, 2:1. Sehr schön. Von der Sternebewertung her, was ich gerade noch sagen wollte, Romano Schmid ja im Vergleich zur restlichen Mannschaft jetzt gar nicht mehr so stark. Wir sind hier nur noch bei 2,5 Sternen. Tatsächlich finde ich das jetzt für auch das Gehalt von 1,6 Millionen nicht mehr so richtig überzeugend. Also müssen wir mal schauen, wie wir mit ihm machen. Ob wir da jetzt vielleicht eher auf Hussein Basic setzen bis zum Sommer und dann mal schauen, ob wir da vielleicht auch eine Lösung finden. Ich mag Schmid ganz gern, bisher überzeugt hat er bei uns nicht wirklich. Er profitiert halt natürlich zum einen von seiner Vielseitigkeit, dadurch kommt er immer wieder mal wo zum Einsatz. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen sein Nachteil, er ist auf keiner Position so hundertprozentig zu Hause. Das ist oft ja das Problem von so vielseitigen Spielern. Harder mit einer 6,6 heute. Da könnte man Max Mörstedt bringen, theoretisch. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der dann die Partie fertig spielt. Oder wir bringen Ferninho. Ezequem Polster lässt sich wieder gut fallen. Oedraogo versucht es einfach mal aus der Distanz. Warum nicht? Ich bringe aber trotzdem Ferninho für Harder, damit auch der wieder mal spielt. Wir haben noch zwei Wechselphasen, also jetzt noch eine danach. Das heißt, beim nächsten Wechsel müssen wir einen Doppelwechsel machen, wenn wir wirklich das Kontingent voll ausschöpfen wollen. Müssen wir aber natürlich nicht machen. Im Endeffekt kann es natürlich auch ein Vorteil sein, wenn wir warten. Vor allem, falls Stuttgart noch ausgleicht. Weil dann hätten wir später noch einen Wechsel mehr für eine womögliche Verlängerung. Eine womögliche finde ich auch gut. Mögliche Verlängerung so. Ferninhos Pass auf Polster kommt nicht an. Pellegrino 7,3. Richtig schön. Oedraogo. Der passt hat weh. Hat aber auch eine 7,7. Da hat er das erste Tor aufgelegt, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. So, Ezequiel gegen Silas. Aufpassen in der Mitte. Solé ist sehr weit weg von seinem Gegenspieler. Wo steht Solé? Ganz ehrlich, der hat eine 7,4er Note. So gutes Spiel gemacht bisher. Und dann schaut jetzt mal aufs Stellungsspiel. Achtet jetzt mal nur auf die Mitte, wo Solé steht. Hier passt es noch. Und hier ist es eine Katastrophe. Gusteau hätte da vielleicht auch schon ein bisschen nach innen ziehen können. Aber was machen Solé? Okay. Gut, wir haben einige müde Spieler. Ich bringe jetzt Rösten für Solé. Das wollte ich sowieso machen, dass nicht beide durchspielen müssen. Und ich bringe Hussein Basic, glaube ich, für Tommy Doyle. Damit haben wir das Wechselkontingent ausgeschöpft. Bei Verlängerung gibt es ja, glaube ich, noch einen mehr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, Ezequem und Ferninho. Kein Problem für Dennis Simon. Urbik nur mit einer 6,5 heute. Ja, finde ich jetzt nicht so krass schlecht, ehrlich gesagt. Gusteau 6,6 überzeugt heute wieder nicht. Dem fehlt es natürlich noch ein bisschen an der Spielpraxis, also vielleicht sind wir da jetzt mal nicht zu kritisch.
So, Hussein Basic, Gusteau, Fernandinho, der ist drin, ich hab's mir gedacht. 94. Da trifft der Spanier. Was für ein geiler Treffer. Und es ist Gusteau, der ihn auflegt. Das heißt, er rettet seine Note jetzt auch. Fernandinho mit dem Antritt und das lässt er sich nicht entgehen. Wuchtet den Ball ins Eck. So, ich hau noch Zeitspiel rein. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt überhaupt noch eingestellt wird. Ah doch, jetzt. Schauen wir, ob es noch was bringt. Ezequem gegen Silas. Und das war Abseits. Sehr schön, Ballbesitz. Ja, lass dir Zeit, Pellegrino. Nur kein Stress. Yes. Wir gewinnen gegen Stuttgart auswärts im Pokal. Was für ein geiler Sieg, muss man echt sagen. Vor allem so späte Tore, die sind natürlich von der Emotion her allein, machen es das Spiel gleich nochmal geiler. Ich möchte mit euch kurz noch auf die Noten schauen, weil wir es da jetzt nicht mehr gesehen haben. Gusteau hat es rausgerissen natürlich mit seinem Assist. Pellegrino 7,5 finde ich super. Schallenberg 7,3. Polster 7,6. Fernandinho 7,7. Das war sein erster Treffer für uns. Ja, schön. Muss man schon sagen. Wollemark fällt zum Glück nur ein bis zwei Tage aus. Da werden wir mal schauen, wie fit die Jungs dann generell sind fürs Spiel gegen Gladbach. Aber tut richtig gut. Haben wir danach Länderspielpause? Nein. Da geht's dann gleich weiter. Bin ja gerade so ein bisschen am Folgen vorproduzieren, weil ich momentan auch beruflich relativ viel Stress habe. Also beziehungsweise noch nicht, aber bald. Und damit wir da einfach zur Winterpause gut vorproduziert haben. Werner, neuer Trainer von Gladbach. Die haben jetzt einen Trainerwechsel. Da hoffen wir mal, dass der Trainereffekt noch nicht wirklich was wird. So. Boah, schaut euch den Marktwert von Doyle an. Aliti hat interessiert. Ja, um das Geld würde ich ihn auf jeden Fall abgeben. Ablösefrei bekommen. Das wäre ein Traum, auch wenn ich ihn echt gern mag. Aber in dem Schalke-Safe mit den Finanzen müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben zwar 56 Millionen am Konto, aber haben noch immer eine Verschuldung, Nettoverschuldung von 97 und einen Kredit von 160 oder von 140 noch. Da kann man schon sagen, dass wir durchaus noch Geld brauchen. So, Auslosung überspringen wir. Schauen wir, wer es wird. Der HSV. Interessant. Das sind also die Duelle. Augsburg gegen Kaiserslautern, die Bayern oder Leverkusen. Das ist natürlich super gegen Paderborn. Köln gegen die Hertha und Schalke gegen den HSV. Also ganz ehrlich, die Bayern natürlich, das ist Mist, dass die noch dabei sind, aber der Rest ist schlagbar. Halt mal wieder Chancen, dieses Jahr den Pokal zu holen. Letztes Jahr hat es ja leider im Halbfinale nicht gereicht. Aber da waren die Chancen auch nicht so schlecht. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr. Schauen wir mal. Wäre super, wenn Leverkusen die Bayern rauswirft. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das wäre natürlich der Wahnsinn. So, dann machen wir jetzt das Spiel gegen Gladbach. Bin mal gespannt, auf wen wir da jetzt zählen können. Wir können natürlich vorne wieder einen komplett fitten Mörstedt bringen, einen komplett fitten Bischof bringen. Das ist schon ganz cool jetzt, dass die nicht gespielt haben. Die Bayern gewinnen 5-1 gegen Wolfsburg. Dortmund gewinnt, Leipzig verliert. Zumindest das ist gut für uns. Aber schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht. So. Platz 16, die Gladbacher. Ich hoffe mal echt, dass die nicht aufsteigen. Flo Wirtz wird uns empfohlen. Ja. Soll man auf die Auswahlliste tun? Ich tue ihn auf die Auswahlliste. Wie lustig wäre es denn? Den können wir dann holen, falls Boyle geht. So, also Mörstedt rückt in die Mannschaft, Van der Bremt rückt in die Mannschaft, Rösten rückt in die Mannschaft und Bischof rückt rein. Damit haben wir wieder die schönen Connections hier überall. Müssen wir noch schauen, Schallenberg könnte man eigentlich auf die Bank mitnehmen für Romano Schmid. Ich finde ihn ehrlich gesagt jetzt momentan noch ein bisschen wichtiger als Romano. Der Rest passt, denke ich, auch von der Müdigkeit. Die Frage ist, wie fit ist Wollemark? Auch fit, ja. Dann passt es eigentlich. Dann werden wir es genauso wieder angehen. Unsere quasi stärkste Mannschaft hier gegen die Gladbacher mit Neo-Trainer Ole Werner.
So. Mörstedt. Solé. Ah, kommt leider nicht durch. Ich mag unsere Taktik so gern. Ich finde es so cool, wenn der tiefe Sechser sich fallen lässt und von da hinten dann das Spiel organisiert und diktiert. Van der Bremt mit der Flanke. Da ist Harder und was für eine Parade von Omlin. Boah. Vierte Minute, die erste Riesenchance. Ecke Doyle. Harder. Ja. Gut verteidigt. Nächster Eckball. Wieder Doyle. Und kein Problem für Omli. Ach, Prass bei Gladbach, ich finde das so cool. Ich verstehe es nicht, dass der zu Hoffenheim gegangen ist. Ich meine, ja, Hoffenheim kann natürlich ein Sprungbrett sein. Das ist natürlich der Fall. Aber als Verein finde ich es trotzdem irgendwie uninteressant. Das ist halt schon schade. Aber ich meine, wenn Hoffenheim jetzt sagt, sie hätten mich gern als Scout oder Assistenztrainer oder was auch immer, würde ich es auch nicht ablehnen, weil es natürlich, glaube ich, schon eine ganz interessante Aufgabe ist. Ist halt schwierig. Ist immer schwierig. Calafiori mit der gelben Karte, 6,5er Note. Der Junge möchte wohl nur 45 Minuten spielen heute. Da ist die Riesenchance. Prass hat ihn gerade noch blocken können. Bei Prass ist halt echt die Frage, ob wir den irgendwie brauchen könnten. Ich mag den ja wirklich gern. Ja, links. In der Raute finde ich ihn ja nicht blöd. Auf der Auswahlliste haben wir ihn eh. Den Flankenwert ist halt eigentlich zu schlecht. Aber der wird ein ordentliches Upgrade kriegen. Im neuen FM, da bin ich überzeugt. Vor allem auch durch seine Leistungen bei der EM in dem Jahr. Da Van der Bremt ganz easy verteidigt. Haben wir Solé schon eingestellt, dass er aufpassen soll? Ich glaube noch nicht. Ne. So, Bischof, Oedraogo, Harder, Calafiori, Wollemark, schade. So, Oedraogo versucht hier rauszuschieben. Kann aber nicht in den Zweikampf kommen. Berischer aus der Distanz. Also können sie es gerne weiter versuchen. 36. Minute. Jetzt wird Oedraogo ein bisschen müde. Der hat viel gespielt in letzter Zeit. Calafiori, Oedraogo. Die Flanke ist gut. Omlin nicht ganz sicher. Schade, dass da Mörstedt nicht rangekommen ist. Rösten auf Bischof und zurück zu Jonas Urbeck. So, da haben wir jetzt Platz. Doyle, guter Seitenwechsel. Doyle mit der frühen Flanke, kommt nicht ran. Calafiori. Und da ist fast das Eigentor. Omlin mit der Glanztat und Prass mit dem Tackling gegen Mörstedt. Also Prass spielt es heute ganz gut. Schon recht auffällig, vor allem defensiv. Gut, was sagen wir? Dass wir ihnen dann noch was schulden. 5 Euro. Ich überlege gerade, ob ich Pellegrino bringen soll, aber lassen wir, glaube ich, noch. Ich denke, wir werden es mit dem gleichen Personal jetzt einfach in der Hälfte 2 wieder versuchen. Gibt ja doch ein paar Wechselmöglichkeiten, die wir jetzt schon durchaus hätten, aber ich versuche mal ein bisschen geduldig zu sein, weil es ja doch quasi die stärkste Mannschaft ist, die wir aufgestellt haben. Aber ja, Bischof funktioniert nicht wirklich gut, Oedraogo müde, die beiden Außenverteidiger überzeugen nicht so richtig, Solé überzeugt nicht, Harder überzeugt nicht, Wollemark überzeugt nicht. Da weiß ich noch gar nicht, wo ich da anfangen soll. Warten wir noch ein bisschen ab. Noch eine gelbe Karte, Doyle. Bei dem stelle ich aber nichts ein. Super Kaufball von Oedraogo. Doyle mit der nächsten. Harder bringt ihn unter Kontrolle. So, da versuchen sie uns gut zuzustellen.
riskant, aber wir haben es trotzdem nicht schlecht spielerisch gelöst, muss man sagen. Auch hier wieder riskant. Aber dann hast halt den Raum, wenn du die erste Pressinglinie überspielst. Und da ist Wallemark mit der Führung. 55. Minute. Da trifft er endlich wieder. Sehr schön. 55. Das heißt, natürlich jetzt noch einiges an Zeit zu gehen. Da Harder und dann, ja, Wallemark nimmt ihn direkt. Kurze Ecke, Omlin kommt nicht mehr ran. Jetzt ist Uedraogo müde, jetzt müssen wir dann tätig werden. Uedraogo klärt. Aufpassen jetzt. Ah, der ist harmlos. Sie kommen zum Glück oft nur aus der Distanz zum Abschluss. Wir bringen... Also jetzt die Frage. Schallenberg auf die... In Schallenberg ist halt für die Position nicht so geeignet. Da wäre Bischof vielleicht noch besser. Ich bringe Bischof hier rüber. Schallenberg auf die 6. Und ich bringe Husin Basic rechts. Ist alles zusammen irgendwie nicht optimal. Aber... Ich denke, dass das dann auch die beste Variante ist. Malogisto bin ich gerade am überlegen, ob ich den links hinten bringe. Mal die derzeitige Fähigkeit dann von ihm. Technisch sind es halt auch viele niedrige Werte, muss man sagen. Ja gut, machen wir mal weiter. Das reicht jetzt mal für den Anfang. Zwei Wechsel, komplettes Zentrum durchgewechselt. Das ist natürlich nicht optimal, aber okay. So, Bischof verliert ihn. Honorar gegen Calafiori kommt da. Das ist viel zu einfach. Bin ich nicht zufrieden mit dem Defensivverhalten hier. Mörstedt. Auch defensiv natürlich eine Wucht in der Luft. Und Wolf war da im Abseits. So, Hussein Basic. Wallemark, Traumpass von Husin Basic, das war kein Abseits, richtig gut gespielt. Ecke macht er auch. Ja, Wallemark geht auf Nummer sicher, spielt ihn zurück zu Urbik. Husin Basic gut gegen den Ball, gefällt mir. Mal auffällig heute. Na, defensiv ist er schon... Nicht so unriskant, was wir hier machen. Aber es gelingt uns halt spielerisch auch ganz gut, uns da durchzusetzen. Und ordentlich Meter dadurch zu gewinnen. Boah, Traumpass Calafiori. Was war das für ein geiler Pass? 64. 2-0 oder nicht? Na. Da war Konrad Harder im Abseits. Schauen wir es uns nochmal an. Oh, hauchdünn. Ist das bitter. So, für die Schlussphase bringen wir noch frische Kräfte. Wir bringen Gusteau und Ezequem. Außenverteidiger in unserem System ja generell sehr wichtig, wenn wir da zwei frische drin haben. Gerade das offensiv wie defensiv nicht. Da stehen wir schlecht. Weiß nicht, wo Gusteau ist. Wie kann Weigl den vergeben? Boah. Mit einem Abschlusswert von 8. Im Hörstedt geht nichts mehr. Ja, generell die 3 Offensiven komplett müde. Wallemark auch. Der ist jetzt auch angeschlagen. Ich glaube, den werden wir jetzt dann mal eine Pause geben. Ich meine, jetzt haben wir ja eine Woche zum Verschnaufen, bevor dem Spiel gegen Wolfsburg. Honorar, Urbik ohne Probleme. Achso, wir können nochmal wechseln? Oh! Ja, dann bringen wir natürlich Kaya. Dachte wir... Okay, komisch. Ich dachte, wir waren durch. Aber freut mich natürlich, wenn wir Kaya bringen können, ganz klar. So, Urbik hat ihn. Und das war's. Wir gewinnen gegen Gladbach. Im Endeffekt war es ein bisschen ein Zittersieg, muss man ganz ehrlich sagen. Wir... Ja, haben sicherlich nicht so gut gespielt, wie wir können, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis.
Damit bleiben wir oben dran. Wir sind schon bei 29 Punkten, wie schon gesagt im letzten Part. Wir haben im letzten Jahr 44 Punkte geholt. Das heißt, das haben wir schon bald. Also richtig cool, dass die Saison so gut läuft. Wieder mal eine Prellung bei Wollemark, wieder nur 1 bis 2 Tage. Also zum Glück nichts Dramatisches. Das heißt, dem können wir gegen Wolfsburg wohl spielen lassen. Ader möglicherweise vor Wechsel. Nein, glaube ich nicht. Shanghai bietet 27 oder angeblich 27. Ich hoffe echt nicht, dass der irgendwie dahin geht. Angelo Stiller oder Stiller steht vor einem Wechsel zu uns. Finde ich spannend. Gute Personalie auf jeden Fall. Können wir auf die Auswahlliste setzen. Das wäre durchaus einer, der zum Beispiel links in der Raute ganz gut spielen könnte, finde ich. Kruse ist schon wieder gut unterwegs. Der hat schon 19 Spiele gemacht. Die Championship ist irre. 2 Tore, 4 Assists. Ja. Rapp, neuer Trainer in Düsseldorf. Boah, da tut sich was im Scouting. Was haben wir da? Asnou wird empfohlen. Den könnten wir mal auf die Auswahlliste setzen. Weil er vor allem auch finanziell vom Marktwert her ganz okay ist. Ich schaue jetzt vor allem mal auf die Marktwerte. Bei ganz guten Spielern. So. Harrison Park haben wir uns angeschaut von Manchester City. Super Zielstrebigkeit. Interessiert sind, ja, einige interessante Clubs eigentlich. Hat das Potenzial zu einem soliden Spieler. Mehr aber glaube ich auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir ohne einen neuen Innenverteidiger in der Winterpause auskommen. Wir können Schallenberg zurückziehen, wir können Ezekiel spielen lassen, wir haben Pellegrino, der mehr Einsatzzeit braucht. Ganz ehrlich, da kann Janicek ruhig gehen und wir brauchen da niemanden ersetzen, glaube ich. Da sind alle glücklich. Das ist halt jetzt das unter Anführungszeichen Schöne, dass wir nicht international spielen. Wir haben halt einfach nicht so viel Stress. Das ist schon auch ganz angenehm. Ich überlege gerade, ob ich heute trotzdem, oder heute im nächsten Part, gegen Wolfsburg einfach mal Kai auf die 10 packe, dass der wieder mal von Beginn weg spielt. Ist ja doch eins unserer größten Talente und nachdem Wollemark jetzt immer wieder mal was abgekriegt hat, dass wir den einfach mal auf die Bank setzen. So, DFB-Pokal-Spannung. Ah, fuck. Entschuldigung. Die Bayern gewinnen 2-0 gegen Leverkusen. So, Leitl, neuer Trainer bei Stuttgart. Also da tut sich einiges. Knapp vor der Winterpause noch. So, Romano und Siebert, wie immer für die U19, das passt ja eh. Siebert verletzt. Kann Schutzkleidung tragen. Jochbeinfraktur. Das klingt echt nicht angenehm. Nicht ganz gut. Brauchen wir aber nicht. So. Dortmund spielt gegen Köln. Ezequem hat da sogar gute Note und ist der Schwächste. Das ist schon krass. Urbik mal wieder dabei. Sehr schön. Doyle und Mörstedt sind jetzt ja echt schon fast Standard. Aber cool, dass Urbik so gut trainiert. Die Dortmunder lassen gegen Köln Punkte liegen. Sehr schön. Geht eine Runde Bier nach Köln. So. Gomez freut sich auf ein Wiedersehen mit uns. Doyle und Urbik entwickeln sich positiv. Ralf Koch wird Profi. Da haben wir einen Innenverteidiger. Aber der ist halt noch sehr weit weg von der ersten Mannschaft. U19 gut. 4 Tore von Romano beim 4-0. Trotzdem seine Entwicklung im Gesamten nicht so richtig überzeugend. Also, als wir den als New Gen bekommen haben am Anfang, habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Aber wir müssen sie halt auch fördern. Dementsprechend werden wir jetzt wirklich einfach den Kaya in die Startelf packen statt Wollemark. Die Bayern mit einem 3-0 gegen Freiburg. Also die Bayern sind in dem Jahr wieder richtig gut unterwegs. Leipzig hat auch gewonnen. So, Jörkl noch 5 Einsätze entfernt, dann kriegen wir nochmal 1,2. Sehr schön.
So, was machen wir jetzt? Von der Zeit her sind wir eigentlich schon drüber. Kaya zeigt erfreuliche Fortschritte. Wollemark kann ohne größeres Verletzungsrisiko spielen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, werden wir hier heute mal den Wechsel machen. Den Rest lassen wir so, wie es ist. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir wieder mal extrem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Nächster Part noch mit den Spielen gegen Wolfsburg und die Bayern. Und dann geht es in die verdiente Winterpause, auf die ich mich auch schon sehr freue. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.